Ford geht mit seinem Erfolgsmodell Focus in seiner dritten Generation an den Start. Die dreitürige Variante fällt weg. Dafür werden der Fünftürer und der Kombi, der ab Juni 2011 erhältlich ist, mit modernsten Motoren und tollen Extras ausgestattet. Eine Neuentwicklung von A bis Z, aufwendig entwickelt. Fangen wir einfach mit dem Design an. Wir haben hier einen Vertreter des Kinetic Designs. Kinetic Design übersetzt heißt der Energie in Bewegung. Das heißt, Sie haben das Gefühl, wenn das Auto steht, dass es sich schon bewegt und nach vorne springt. Das erreichen wir dadurch, dass wir eine sehr sportliche Front haben. Und diese nach hinten gezogenen Frontscheinwerfer geben dem Auto halt einen sehr dynamischen Aussehen. Zusätzlich ist das Auto fast coupéhaft gestylt, hat aber keine Nachteile, was den Innenraum angeht. Das ist ein sehr schönes Paket und ein neuer Vertreter des Kinetic Design. Wichtig für uns war es, dass man wie bei einem Athleten, der jetzt einen Maßanzug trägt, um agiler zu sein, um sich auch wohler zu fühlen und höhere Leistung zu erbringen, dass man das auch im Innenraum umsetzt. So haben wir die Hauptarchitektur des Innenraums so gestaltet, dass sie wie ein Maßanzug um den Fahrer aufgebaut ist. Zum Fahren selber muss er aber auch jetzt die wichtigsten Komponenten, die jetzt Mensch-Maschine-Schnittstelle sind, ideal in einer ergonomisch perfekten Position haben. So haben wir jetzt das Lenkrad, den Schalthebel, die Handbremse und den Infotainment-Panel ideal ergonomisch positioniert. So ist das Fahren und der Fahrspaß garantiert. Das, wofür schon die beiden vorherigen Generationen stets gelobt wurden, wurde besonders beachtet. Dafür nicht ganz unverantwortlich zeigt sich die ansprechende Motorenpalette. Ja, wir führen weiter unsere einmal Benzin, unsere EcoBoost-Technologie auch mit diesem Fahrzeug ein, bis zu 182 PS. EcoBoost hatte den Vorteil, dass es einen Drehmomentsverlauf hat, quasi wie ein Diesel, aber sehr, sehr geringe Verbräuche hat. Bei den TDI-Motoren starten wir von 95 PS bis auf zu 163 PS. Auch hier ein sehr interessantes Angebot mit sehr geringen Verbräuchen. Alle Motoren zusammen und das inklusive des 182 PS EcoBoost haben einen CO2-Ausstoß von weniger als 139 Gramm. Darüber hinaus, klar, Ford Focus steht für Driving Dynamics, ist das wie eine Weiterführung unserer sehr knackigen Fahreigenschaften. Das Fahrzeug an sich ist vollgesteckt mit Technologien, ist also eine sehr große Anzahl an sehr hilfreichen Technologien für den Kunden, was Sicherheit angeht, was Fahreigenschaften angeht. Wie hilfreich die Armada an angebotenen Assistenzsystemen ist, muss man aber selbst erfahren. Auf Wunsch passt der Focus ganz besonders auf Sie auf. Er verhindert Kollisionen im Stadtverkehr durch eine Notbremsfunktion, warnt vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur, macht auf Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam und ermahnt Sie, wenn Sie müde werden. Sie fragen sich nun skeptisch, was muss ich denn da noch selber machen? Alles. Die Systeme werden Sie erst bemerken, wenn Sie über deren Hilfe froh sind. Preislich startet der Ford Focus ab sofort als fünftüriges Schrägheck erhältlich bei 18.350 Euro. Fazit: Mit souveränem Technikvorsprung ergattert der Ford Focus den Zenit der Kompaktklasse. Als neuester der drei Bestseller, Astra, Golf und Focus, zwar nicht allzu schwer, aber mit einem beeindruckenden Aufgebot an Sonderausstattungen. Dabei wurde agiles Fahrverhalten, fetzige Optik und hochwertiges Wohlfühlambiente nicht außer Acht gelassen. Mit einer für jedes Nutzerprofil passenden Motorisierung zu fairen Preisen wird der neue kompakte Ford oft auf unseren Straßen zu sehen sein.